An die Decke komme ich nicht ran, hier ist keine zweite Ebene drin. Schieß einfach gegen. Wenn noch die Punkte sind, machst du zwei Punkte oder so. Zwei Schüsse. Und mit der Shotty kann ich nicht mehr schießen, ich hab nur noch Revolver. Warum brauche ich jetzt so viele? Da wo die Türen sind, die sind immer extra gepanzert. Ich hab nicht nur zwei Schüsse. Ah ja gut, das war aber auch Untergrund. Ich bin ein Rucksack. Oh, sorry. Das war Box. Ich hab dich aber aus Versehen. Revolver noch. Ja. Die Decke kaputt machen? Ja. Das war hier. Hier ist die Decke kaputt. Hier sind wir gerade an der Wand dran. Und hier ist alles kaputt. Hier habe ich alles mitgenommen. Okay, Achtung. Es explodiert. Alle raus. Alle raus. Oh fuck, falsche Richtung. Katabum! Ich würde sagen, ihr habt doch 7 Minuten ungefähr. Oh jo. Reicht doch locker aus, um wieder uns zum Schiffchen zu begeben und abzutauchen. Der erstmal wieder die Ressourcen alle verteilen. Nein, in dem Fall auftauchen, oder? Kann das ja einer nur einstecken? Leute? Ich bin auch voll. Das ist von mir. Ich bin auch voll. Achso, okay. Warte. So. Ja. Das sind halt jetzt nur Kupferschrott. Oh, ich konnte auch bloß noch eins nehmen. Das ist Kupferschrott. Okay. Sagt der Name schon, das ist Schrott. Wir laufen zurück. Nehmen wir lieber hier noch ein bisschen Kupfer mit. Voll viele Missionen, was wir alles herstellen müssen. 5 Rohre, 10 Schrauben, 10 Platten, 8 Schwarzpulver, Handcomputer. Auswählen mit Q. Ja, das ist ein Handschuh. Alles klar. Aber da gibt es auch Missionen für. Ja, ich glaube, ich vorhin irgendwo gefunden. Man findet auch Missionen, müsst ihr auch mal gucken. Wenn ihr in diesen Fahrvehikeln, Buddelfahrzeugen drin seid, da gibt es manchmal auch so eine Infostation wie bei uns. Da sind Missionen drin. Die kann man dann auch mitnehmen, falls du das noch nicht gesehen hast, David. Sag mal nochmal, okay. Buddel. Wie hast du gemeint? Buddel-Infostation? Jo. Geil. So, Tür ist zu, alle sind drin. Ich muss jetzt erstmal gucken. Jetzt packen wir erstmal alles aus. Und modifizierte Kettenteile. Oh, Teile eines gehärteten Bohrers. Brauchen wir das, David? Teile eines gehärteten Bohrers. Ich weiß nicht, wie viele wir davon brauchen, aber wenn wir genug davon zusammen haben, können wir halt. Verstärkter Rumpfteil? Dann können wir uns da Sachen draus basteln. Packe ich hier in die Kiste, wo. Ja! Wo kein Bild? Warte mal. Wo sind denn die Teile? Wer hat einen Bums? Kühlkörper packen wir mal hier mit hin. Die Modulkiste. Eine Modulkiste gibt es noch nicht. Aber wir hatten noch irgendwo so eine kaputten Module und sowas. Nein, die sind hier drin, Lars. Hier. An der Wand. Ah, okay.
Ach hier, ja. Ja, da kommt es rein, alles klar. Freude, großer Pfefferkuchen. Alter, und 7 Werkbänke. Ich schleppe noch eine Werkbank mit mir rum. Dann musst du die hier hinten bei der Dings, wo die Truhen sind, reinmachen. Das sind verschiedene. Ja, das sind die Werkbank, genau. So. Was habe ich denn noch? Schallplatten. Ach, hier ist noch so ein Kühler hinaus, da trägt noch einen. Oh, 1 Kühler, 6 Kühler habe ich gefunden. Oh. Kupferbarren kommen wir auch ran, alles klar. Denn den Draht. David, mach es doch hinten in diese extra Kammer rein. Weitere Station. Jetzt habe ich noch Waffenbestandteile, Kupfer. Die kommen bei Munition und so rein. Reparaturkits habe ich mal bei den Medikits mit reingepackt, ja. Wir haben ja auch noch leere Kisten. Ich sehe nur zwei leere Kisten. Die könnt ihr auch gerne, wenn irgendwas voll ist, sonst umbenennen. Ich tauche mal sicherheitshalber schon mal ab. Sind alle drin? Wir sind alle drin. Ja, kann ich da einfach... Können wir einfach eine Kiste machen, wo ich alles reinstecke? Warte, weil ich nicht weiß, wo es rein soll. Die Lusenkiste? Eine Mischmaschkiste? Kiste, ja. Nur wenn der zweite Captain mit dir startet. Nicht, dass es dann wieder heißt, naja. David, was kann aus der Hauptkiste hier vor uns raus? Nicht so oft bitte jetzt auf die Hauptkiste klicken, wir sind jetzt gerade untergetaucht. Ja, aber was kann da raus? Die ist nämlich bald voll. Aber umso tiefer er geht, kommt er nicht auf die Lava? Das ist die Hälfte, Pfeiler. Okay. Wenn man theoretisch abgetaucht ist, da ist nichts. Aber wenn wir hier in der Höhle auftauchen, in der zweiten Stufe, dann kann uns die Lava auch erwischen. Also wir müssen immer, bevor es losgeht, abtauchen quasi. Das ist egal, in welcher Ebene wir sind. Ah, alles klar. Okay. Ziehen wir mal eine neue Rüstung an. Wir haben nur noch eine Rüstung über oben im Schrank. Ja, na, ich habe ganz viel Eisen hergestellt. Ne, unser Lager ist zur Hälfte, wie gesagt, voll. Gut, ich hab noch was zum Heilen, ich hab was zum Schießen, ich hab eine neue Rüstung. Und ich hab einen Fellschlüppi an. Mit Öffnung. Muss ja schnell gehen, ne? Nee, den wollte ja David haben. Wenn ich da auf Arbeit ein Praktikum mache, soll ich unbedingt den Fellschlüppi anziehen. Mhm. Seine Chefin musste ja ein schönes Lachen verknallen. War doch deine Chefin, oder? Oder die Bürotante? Liebhaberin. Ach so, Sekretärin. Nee, das war die Frau vom Chef. Liebhaberin, Frau vom Chef. Und dann fragte sie so, verkaufst du gerade ihm das Holz? Ist das nicht umgedreht? Er hat gesagt, nein, ich gebe nur eine Empfehlung. Ich bestelle das Ding, kommt Freitag an. Ah, cool. Naja, wie gesagt, wenn das nicht taugt, wenn das nicht, dann schickst du zurück. Ja, na ja, klar, das ist ja der Vorteil. Ich sag mal so, klar, brauchst du schon eine Menge, aber du bräuchtest ja nicht so eine Stiport rollen.
Naja, man kann ja gucken, weil ich dachte mir auch, wenn selbst wenn die Rollen, ich sag mal, klappern, quietschen oder sonst was, kannst du die Dinger ja einfach ganz einfach austauschen. Du hast trotzdem die Basismodell. Naja, klar. Also, ja, der Preis, ja, was hast du jetzt bezahlt? 180, wa? 160. 160, naja, gut. Alles für die Kinder. Man hat ja nicht anders. Ja, was man nicht alles für die Kinder macht. Finde ich heute gerade da. Kupferplattform. Panzerbrechende Munition für den Revolver gibt's ja auch, ne? Oh, das ist krass. Braucht man bloß Eisenpatronenhülsen. Eisenbahn, oh, okay. Okay, ich stell grad mal ein bisschen Muni her. Ich hoffe, das klappt doch alles. Jo. Jo, das klappt gut. Gib mal einen Munitionsschrank. Munitionsschrank ist erstmal gefüllt. Wir wollen noch einen Hydraulikbauteil. Mal eins herstellen, David. Nee, kann man nicht herstellen. Wir haben ja noch 20 Minuten, wir könnten ja eigentlich mal gucken, wo wir gerade waren, sind jetzt schon wieder welche, oder? Ja. Ich meine, ich könnte noch ein bisschen mehr erkunden, oder? Statt nur auf diesem Fleck zu bleiben. Du kannst ja auch groß. Sachen herstellen, die hier und alles. Das dauert halt. Der eine fährt, der andere stellt Sachen her. Ist doch machbar. Ist dir langweilig, oder was? Nee, aber... Ich glaube, ich würde einfach gerne ein bisschen mehr von da unten sehen. Ich kann dann nebenbei auch noch ein bisschen. Halt da einen Spiegel ran, dann siehst du von da unten mehr. Hier von der anderen Ebene, wo ich gerade spiele. Ich weiß nicht, was du meinst. Ich meine nichts Schlimmes. Achso, okay.
Hab ich auch nicht gedacht. Nein. Ich würde nie was Schlimmes denken. Diese dunklen Felder, was heißt das eigentlich? David? Die dunklen Felder? Wo du gerade drin bist, zum Beispiel. Das hier? Nein, ja. Hier können wir uns bewegen in der Höhle. Also, wir können quasi hier in der Höhle nur rumlaufen. Ja, aber es gibt einen dunklen Bereich, wo du gerade drin bist. Ja, ja, genau. Na, in dem können wir uns bewegen, wenn wir auftauchen. Wenn wir hier in die kleine Höhle gehen. Außerhalb dieser Dinge kannst du nicht auftauchen, oder was? Nee, außerhalb kann ich nicht. Ah, also, es kennzeichnet nur, dass da eine Höhle ist, okay. Ja. Alles klar. Obwohl, kann sein, dass wir. Obwohl, ich weiß gar nicht, ob wir überall auftauchen können. Wäre ja okay, wenn wir dann hier oben. Ja. Wenn wir jetzt. Funktioniert das? Das probiere ich mal aus, wenn wir jetzt hier hinfahren. So, kann ich nicht an die Oberfläche gehen? Okay, das geht nicht. Ich muss hier direkt. Also hier kann man aber nicht großartig weiter. Aber das hier unten wäre, glaube ich, nicht praktisch. Hier ist die Zwischenebene und hier ist. Hier kann ich nur auftauchen und dann quasi hier rüber laufen. Oh, gibt's nicht besser? Nee, anders. Na, scheiße, dann kommen wir, glaube ich, nicht über die Lava. Dann können wir aber mal gucken. So, erstmal außen schauen, ob hier irgendwas ist. Nope. Nope. Wärt ihr ready zum Auftauchen? Oh, meinetwegen. Lars? Ich habe gerade oben mal ein bisschen umstrukturiert. Oben sind jetzt nur noch Kisten, alles andere steht hier unten, ja, Leute? Doktor, Professor, da ist, sind Sie da? Nope. Aber ist also mit Rechtsklick gedrückt halten, kannst du die Sachen nehmen, David. Alles, was drin ist in einem Schrank, packt er automatisch in dein Inventar. Und dann kannst du es umsetzen. Ich bin da, ich habe bloß gerade das Mikro stumm gehabt. Ja, David? Okay. Sicher. Ist sowas wie ein Scanner, ne? Nee. Da drüben sind welche, da kommen welche auf uns zu. Ich glaube, ich und Lars sind noch drin, Digi. Kommen sie doch. Der will uns alleine halten. Für ihn kein Neuland. Er ist wie Tor, Alter. Wenn er mit dem Hammer kommt, keine Chance. Eine Rüstung. Ja. Ja, außenrum, ich sehe es schon. Da ist so wieder so ein Panzer. Lars, du bist gerade eben erst los. Du kannst gucken, ob die Tür zu ist. Achso, warte. Fährt so ein Panzer rum? Wie immer. Wie hast du den Panzer gestartet eigentlich? Einfach nur drauf geschossen oder? Schrotflinte. Ich glaube, wir können oben auf vorne. Die Lichter müssen wir schießen, hinten. Ich
Ja, wenn man hinten auf die Lichter schießt, kriegt man einen roten. Sehr gut. Nee, die Kisten kannst du einsammeln. Alter, Granaten. 12 Stück, ich glaube, das geht. Die verpissen sich. Wir haben Angst vor uns. Wir haben Verstärkung. Die rennen zu unserem Raumschiff. Die hauen ab. Ja, die hauen den ganzen. Ja, hab ich doch gerade gesagt, die verpissen sich. Krass. Also, man muss gleich an das Teil ran, wenn man es einnehmen will. Ja, sonst hab ich das hier. Naja, aber guck mal, da haben wir schon einen Verlust hin. Ich würde sagen, jetzt soll ich auch jetzt nehmen. Erkundet mir noch ein bisschen hier was. Ey, Jusen, oh, chill doch mal, sonst spiel doch das Spiel selber, Alter. Wenn wir gerade also ihren Dings hier liegt und gleich wieder, ja, erkundet mal, wir rennen doch schon. Ja, ey. Was erwartest du denn? Dildo springt hier rum und tanzt dabei, ganz komisch. Ich weiß zwar nicht, wie man das macht, aber es sieht total geil aus. Na, Leertaste drücken beim Sprinten. Ah, dann macht er so eine komischen Hüpfer. Weil er wie eine Ballerina auf EMB hüpft. Man muss halt immer am richtigen Zeitpunkt. Nee, na, du hüpfst mit mir hockt, aber David, der macht irgendwas anderes mit der Arme auch noch. Vielleicht, weil er nichts in der Hand hat. Kranker Mensch. Anni-Hoppen, das ist von Counter-Strike. Wie gesagt, David hat ja auch nichts in der Hand, er hat auch keine Waffe in der Hand, deswegen macht er bestimmt die Arme auseinander. Ja, jetzt sind wir ja immer rum, toll. Die Wichse einfach abgehauen. Naja, dann weiß ich nicht. Fahren wir weiter. Aber. Jo. Naja. Was ist denn hier hinten eigentlich? Ach, da waren wir gerade. 12 Minuten. Schon ganz schön gut aus dem Monster. Unser Raketenwürmchen. Raketenwürmchen. Ja. Mächtig gewaltig Egon heißt es. Aber Egon wäre echt ein schöner Name für das Ding irgendwie. Ach, die Hosenbande ist total geil. Ah, Raketenwurm ist auch schön. Raketenwürmchen. Raketenwürmchen ist gut, ja. Soll ich die Tür schließen? Ich hab mir vertraut vor aus dem Wasser. Raketenwürmer ist von Dune, oder? Ich dachte, du hab ich nicht gesagt. Nee, Dune, der Wüstenplanet hier, der Film oder so. Achso, hat jemand von euch einen Hut. Oh, nee, hä? Hat jemand von euch ein Hydraulikmodul bekommen? Nee, ich habe bloß Kupferwaffenbestandteile eine Menge gefunden und Granaten. Ein zerstörtes Forschungsmodul habe ich. Ansonsten. Und ein Raffineriemodul in Stufe 2. Sonst nichts. Pfeiler sein Ordnungssystem wieder unordentlich machen. Sehr stark, sehr gut. Nein, würde ich mir nie wagen. Bin hier der Neue. Ja, so neu bist du jetzt auch nicht mehr. Haben wir eigentlich jetzt für Kupferschrott irgendwo noch eine Kiste oder solltet ihr mit uns schmeißen? Da ist eine extra Kiste. Ja, daneben.
Gott, die ist ja voll. Warum? Da hängt doch noch einer an der Wand rechts. Du Nase. Ah, ja, du Nase. Hab ich gesehen jetzt. Hab doch auch, aber auch gesagt, macht euch einfach neue Kisten, wenn euch was fehlt. Ja, du Nase. Mach mal, kein Problem. Gut. Klassischer Lars. Highlight, das war ein klassischer Lars. Ja, natürlich. Macht euch da eine neue Kiste. Stellt euch da nicht so an. Ja, Lars. Ja. Du bist so verbissen. Ich heiße Madeleine, nicht Lars. Wie heißt du? Madeleine. Madeleine heißt du. Ziemlich kräftige Stimme für eine Madeleine, Alter. Madeleine. Wie der wie im. Was jetzt los? Der will bald was. Nee, wir werden Annie kaufen. Achso. Haben wir das. Große Sache? Ja, das andere da hinten ist wieder aufgetaucht. Ja, stimmt. 7 Minuten. Na dann. Oh. Ich renne. Da waren wir die getötet, ja. Die waren mal weg. Die Tür ist aber bestimmt wieder offen. Höchstwahrscheinlich, ja. Wir müssen gleich wieder an das Ding ranrennen und mal die Tür schnell einschroten, damit wir reinkommen. Ja. Mit dem Panzer sehe ich hier erstmal nicht. Die Targets schießen. Alter, Alter. Vielleicht noch eine Rüstung. Oh, fuck, oh. Das war eine dumme Idee. Ja. Die kommt von hinten. Ja, ich bin tot. Ich hab mir eine Rüstung anziehen müssen, scheiße. Wovon, wo werde ich denn gefasert? Von hinten an unser Raumschiff. Wo Feben kann mich bestimmt keiner auf. Nee, scheiße, ich bin auch tot. Alter, da ist ein Shotgun-Turm. Da bin ich genau reingerannt. Ich muss da jetzt trotzdem hin meinen Stuff holen. Ja, wir haben noch 6 Minuten, das ist nicht gut. Ihr seid so verrückt. Jusi sagt, macht Action und jetzt sind wir die Verrückten. Also ich verstehe die nicht. Die sind ja... Ey, nee. Schnell, lauf, Forrest. Immer zickzack. Oh Gott. Er setzt sich auch auf, David. Die haben mir ganz schön zugesetzt. Wenn ich renne. Achso, aber es wäre auch witzig, wenn die gerade auf die schießen und los. Das kann ich aber machen, während meine Ausdauer ist. Also mit der Spitze immer. Ich finde. Also der Spitze mit. Ich bin drin. Hätte die Kommentare. Zuschauer, falls ihr euch nicht mögt. Ah, ich bin wieder tot, aber ich habe die Tür aufgemacht, Leute. Also. Ihr könnt da jetzt rein. Ich bin auch tot. Scheiße. Dann gleich respawnen und wieder hinrennen. Mach schnell das. Ja, ich bin. Bin dabei. Alter, dass ich gestunt werde. Ist die Tür euch aufgeschrotet? Jupp. Ach, grüne neue. Warte mal, ich muss ja da hinten hin. Okay, ganz schnell. Dafür, dass es beim ersten Mal so gut lief, ist jetzt die blanke Panik. Aber ja, die Rüstung braucht nicht da abfallen. Nein, ich war fast drinne. Ach, verdammt. Ist machbar. Nein! Ich glaube nicht, ist nicht machbar. Was, ich habe jetzt, glaube ich, David seinen Stuff genommen. Ja, meiner liegt noch drin. Ist der dann gestorben? Nee, ich habe meinen Stuff von draußen. Außen. Wer tasert mich denn hier am laufenden Band? Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Ich weiß nicht, ich glaube, die haben irgendwo so einen Blitz. Oh, hier ist auch ein Panzer. Ah, ne, ich bin wieder tot. Ja, der Panzer ist das Problem. Ne, wenn man drin ist, geht's eigentlich, aber ich weiß nicht, wo die ganzen Gegner drinnen herkommen. Ja, wir müssen die Geschütze von innen töten und dann können wir den Panzer. Ja.
So, aber trotzdessen, Jungs, jetzt sind 4 Minuten. 4 Minuten, 5. Ja, Digi, wir brauchen aber unseren Stuff vorher, also. Ach so, okay. Kann ich den gerade hier hin? Vom Vorteil wäre, wenn wir alle gleichzeitig dahin gehen würden. Ja, jetzt verdecken die den Eingang und kommen da nicht rein. Das ist verarscht. Ja. Oh, scheiße. David hat recht. Bin tot. Ich lauf wieder los. Du wirst es nicht schaffen, 3 Minuten. Also, danke, Lars. Warte mal, ich hab. Doch, ich hab ja Granaten. Warte mal, ich kann ja mal gucken, ob ich die. Bist du denn überhaupt schon da, oder? Ich bin genau vor dem Bumsraumschiff hier. Weil die mich immer gleich angreifen. Ah, shit. Ah, jetzt hat er. Ja, die fliegen aber nicht so weit, Lars. Doch. Die müssen geschwuppeln nicht werden. Ach, hier ist noch ein Panzer. Der kleine Mini-Panzer. Fuck. Nee. Da stehen, weiß ich nicht, wie viele Roboter drin. Können wir vergessen, haben wir alle verloren. Wenn wir Glück haben, liegen unsere Rucksäcke nach dem Vulkan immer noch da. Ja, wenn wir Glück haben. Ich würde den Stuff aber eigentlich gerne mitnehmen wollen. Ich muss bloß rein ins Ding. Muss mal einer den Weg freisprengen oder Weg freischießen. Ich habe jetzt zu spät gesagt. Ich habe eine Spitzhacke gemacht in dem Schiff. Jo, okay, wird wohl doch nicht. Ich mach das Geschütz von außen, von innen kaputt. Bin drinne. Ich laufe. Aber wo ist der Rucksack? Du bist ganz da, also wenn ich. Du bist ganz dicht davor. Lars rennt schon zurück. Ja, naja, muss ja spätestens mit dem Ding abtauchen. Ja. Na, werden wir nicht alle respawnen? Ja, okay, geh schon mal in die 50 Sekunden. Ach, da drüben ist das. Na, ja, geh auch zurück. Oh, jetzt haut das Teil ab. Lässt der Wix meinen Rucksack fallen? Ja, ich komme nicht durch, scheiße. Lars, du musst mit dem Ding abtauchen. Kommt ihr nicht? Schafft ihr nicht? Naja, nun, ich kann jetzt zurück. 10 Sekunden, ja. Gut. Aber ich hab noch mehr. Ja, bei 10 Sekunden. Halt. Ja. Jetzt schaffe ich nicht mehr. 10 Sekunden. Los. Kommt. Gut. Ich komme nicht. Ich sehe euch, der Erste schafft es. Ich schaff's nicht. Tschüssi. Ich hab tauch ab. Okay. Ja, ich bin da schon dabei. Ach, oh Gott, 4, 3, 2, zu spät. Doch. Oh, ich renne von der Lava weg. So. Renne, nein. Ich bin verbrannt. Hallo Leute, ich bin wieder Alter, da. Habt ihr die geschafft oder nicht? Gerade so. Ja, hast du es geschafft, Lars? Ich weiß es nicht. Doch. Ist doch noch alles repariert. Oh ja. Also 10 Sekunden ist schon ganz schön crazy. Muss gleich wieder auftauchen, damit ich meinen Stuff nochmal holen gehen kann. Na, dann kannst du, wo ist Da Vinci? Na hier. Ja. Aber achtet auf Rüstung und Waffen und Munition und so. Dann fahr uns da wieder hin. Nee, wenn man von innen ist, sofort die Geschütze außen, damit wir dann besser hinrennen können. Naja, dann Attacke. So. Habt ihr alles? Seid ihr vorbereitet? Nee, sind wir nicht, aber ich brauche ja meinen Stuff. Ja, aber dann nimm doch eine Rüstung wenigstens mit. Aber wegen einer Spitzhacke oder irgendwas, dass du was machen kannst.
Möchtest du eine Schrotflinte haben? Rüstung, Spitzhacken sind, glaube ich, unten, oder? Eigentlich war das mal alles hier im Munitionsdings drin, aber da ist nichts mehr drin. Keine Ahnung, wo ihr das einsortiert habt. Möchtest du Schrotflinte haben? Ich habe welche eingesammelt. Ich packe hier rein bei Munition. Da gucke. Und für David habe ich auch noch eine. Ich habe nämlich den einen. Ich glaube, irgendjemand, der von uns gestorben ist, hatte alle Rüstungen dabei. Deswegen haben wir jetzt keine mehr. Ne, ich habe 2 oder 3 Rüstungen verbraucht. Aber ich habe auch neue wieder hergestellt. Ich habe doch neue wieder hergestellt. Digi, ich habe nur eine angezogen und der Rest war hier im Schrank. Also. Ich habe eine an. Mehr habe ich nicht. Ist doch egal, wir haben doch genug. Die sind unten im Schiff drin. Ich habe doch noch welche hergestellt. Vorher. Dann sag doch. Und jetzt stelle ich auch noch welche. Hä, hab ich doch gerade eben schon gesagt. Außerdem stelle ich ja noch welche neue her. Alter, hatte mal was mit. Ja, musst du sagen, Alter. Der Pfeiler hat was mit den Ohren, ey. Deine Pumpgun ist da oben auch noch drin. Was hast du gesagt? David. Deine Pumpgun ist oben auch noch im Schrank drin. Alter, muss ich hier schreien oder was? Die hat auch was mit den Ohren. Geil. Ich bin gerade mit dem Ding gefahren. Ich wollte dir nur sagen, dass deine Pumpgun oben im Schrank liegt. Ja, das hab ich gehört. Aber du bist doch multitaskingfähig. Du kannst doch mehrere Dinge gleichzeitig. Ist das geil. Ey, schön, wie wir uns immer hier schön ankacken bei dem Spiel. So, also seid ihr bereit zum Auftauchen? Ja. Wenn du dir eine Pumpgun geholt hast, ja. Hat er nicht, liegt alle oben. Kann ich doch beim Auftauchen machen? Was ist denn jetzt los? Als wäre das meine Schuld, dass wir alle verreckt sind. Ich sag. Naja, dann frag mal den Lars, du. Wieso? Bin ich jetzt schuld oder was? Mhm. Ach so, okay. Gut, Alter, ich bin schuld. Ist schön, dass du das einsiehst. Ich hab dir meine Rüstung geholt. Ich stell mir dann noch Schrotmunition für die Schrotflinte her. Da oben sind doch 50 Schuss drin oder so. Aber 60 waren noch euch. Dran. Irgendjemand schießt auf euch. Ich glaube, ihr habt Gegner. Ja, so ein paar Kinder. Die vor uns vor der Tür rum. Hallihallo, Hallöle. Wo sind sie denn? Gut. Die kleinen Zuckerbuben. Ach so. Hat jemand die Tür zugemacht? Nein, ich mach die Tür. Kann sein, dass mein Rucksack jetzt komplett weg ist? Ich glaube, mein Rucksack ist komplett weg. Soll auch gut wirklich sein. Na, wird auf der Karte nicht angezeigt, also ich mal stark von aus. Na, wo sind wir gestorben? Hier, wo wir jetzt gerade sind oder da drüben? Ich hoffe, dass ich in die gleiche Richtung wie vorhin laufe. Nö, tue ich nicht. Keine Ahnung, wo wir sind. Wir sind ja noch im gleichen Gebiet, aber dann... Naja, denn wohl nicht, weil ich bin vom Arsch her nach hinten weggelaufen und hier komme ich nicht mehr lang. Also glaube ich nicht, dass wir im gleichen Gebiet sind, David. Okay. Also ich wüsste jetzt nicht, wo wir lang müssen, denn sag du mir, wo ich lang muss. Weil das sieht hier alles anders aus. Ich nicht hier fahren oh, verdammt. Naja, guck mal. Es ist 22 Uhr. Wir haben für heute eine ganze Menge erlebt, glaube ich, oder? Wir sind nicht an der gleichen Stelle wie vorhin. Wir haben jetzt die Plätze getauscht. Das Schiff, was jetzt ist, ist an unserer Stelle und das andere. Dann hätte mein Rucksack also da liegen müssen, wo wir gerade aufgetaucht sind. Sozusagen, ja. Also wurde das mit der Lava verbrannt. Jo, ich denke mal, das verpufft dann mit der Lava, ja. Aber gut, nächstes Mal lernen wir uns, bevor wir woanders hingehen. Die kommen ja zu uns, die rennen uns alle hinterher. Ist doch. Naja, aber wenn ihr, alles weg, ihr euch nicht so die... Wir können doch unsere Türme schützen uns doch. Oder? Okay, so viel sind das dann hoffen wir das. Naja, wir können sie ja ein bisschen auf. Na, ich warte mal hier auf die. Dann können sie ja... Ja,
Lars, mit einer Schrotflinte muss man dicht rangehen. Wenn du von 50 Meter auf die Viecher schießt, dann kannst du auch gleich in die Luft schießen. Ja, ist doch. Herr Professor. Naja, du ich seh dich 50 Meter vom Gegner wegstehen und du rotzt mit der Schotti drauf. Also. Ja, finde ich gut. Ja, trifft bloß nicht. Ja, denn spielen so wie du magst, ich sag ja nicht. Du bist immer wie ein großes Mädchen. Nee! Jeder Billo weiß doch, wenn man eine Schrotflinte hat, muss man dicht rangehen. Ist doch keine Sniper, verdammt. Ich hab Schmerzen, ja. Bei dir schon. Das ist wie Jusen, ey. Ja. Mit der Schrotflinte aus 50 Meter auf Gegner schießen. Wieso bist du nicht das mit rein? Verstehe ich nicht. Ich sag ja nicht mehr. Tut mir leid, Leute. Ich bin der Böse. Ich bin sogar bei 60 Meter. Ja, ich bin tot. Hier ist irgendwo wieder so ein Taser-Ding. Aber gut, ich hab's. Aber was? Taser? Ach, da. Kannst du vergessen, ich renn zurück. Das bringt nichts. Lars, lass lieber zurücklaufen. Ich bin auch schon. Ich bin schon tot. Die Kapselbus alle sehen und den Panzer. Nee. Über sein lassen. Ich muss mal schnell hin, da wieder. Tür auf. Na, das Team bist du auch noch im Chat. Wir sind Team, Leute. Hi David. Hallo. Oh, ich bin schon wieder tot. Ach Kacke, Mann, ey. Soll ich dir helfen, Lars? Ich hab meinen Rucksack auf der Hälfte wieder verloren. Ich geh unten auf der Hälfte. Oh ja, da. Ich beeile mich. Wir haben ja noch Zeit. Ich bin hinter dir. Okay. Ich bin einfach durchgerannt durch die ganzen Pflaumenpflücker. Weil die ganze Stadt. Irgendwo hier lag der Rucksack. Hier um die Ecke. Oder sind die ganzen Pflaumenpflücker noch weg? Hast du Lars? Tritt zurück. Ja, ich hab's. Wir müssen jetzt alle schön hinterher. Renne, Lars! Renn! Ja, Mensch, du schneller eh schon ja nicht mehr. Ach, schön, du wieder in die Sackgasse ran, ne? Und wenn nicht, tauchen wir erstmal an. Da kommen sie alle. Dann kommen die näher. Ich bring mal ein paar Freunde mit. Junge, der steigt ein. Ich weiß nicht, ob du uns gegen den Panzer schützen können. Bin hier, Bär, oder? Ich muss erst mal hinkommen. Ja, jetzt sind wir durch die Wand durch. Okay. Also doch kämpfen. Wann? Eine Tür? Wieso ist das eine Tür jetzt? Hab ich kaputt gemacht. Ich glaube, wenn wir alle drauf geschossen hätten, hätten wir ihn recht schnell kaputt gekriegt.
Ich hab nur Türmodule. Okay. Später auch so ein Panzer haben? Ist die Frage, was er kaputt gemacht hat. Ein Turm und eine Wand, oder? Ja, stimmt. Na, die Wand. Die Wand. Wände haben wir ja noch. Hätte. Können wir auf jeden Fall schneller setzen. Ich hatte bloß Türen. Ich weiß nicht, ich habe 3 Türmodule. Alter, Dustin, jetzt haust du dir eine Spende raus. Ja, du bist ja ein Frechdachs. Na, dankeschön. Aber warum stand da gerade Dustin? War das etwa ein Lurker und nicht mein Dustin, der da im Chat da als letztes geschrieben hat mit den Novas? Oder Dustin? Ich sage ja immer Dustin, ist auch falsch, ne? Aber. Ist doch egal, ich bin. Ah, man kann den Namen. Ja, woher soll ich denn wissen? Du bist mir eine Nase. Dustin ist richtig. Oder Dustin. Also mit I, weil du so viele I's schreibst. Aber eigentlich heißt ja Dustin, ne? Aber mir ist das egal. Du sagst, wie ich deinen Namen aussprechen soll. Und so mache ich das auch. Dustin. Auch wenn du sagst, da steht Dustin und ich soll dich Omas brauner Schlipper nennen, dann nenne ich dich Omas brauner Schlipper. Ich sag mal Dustille. Dustille, ja. Waffen und alles packe ich mal nach oben, Leute. Könnt ihr euch dann bedienen. David hat alles schon fleißig doppelt und dreifach hergestellt wieder für alle. Und den Rest lasse ich hier drin, damit David weiter herstellen kann. Ich packe alles nach oben in die Waffenkiste. David hat uns ziemlich schöne Gewehre hergestellt. Nicht wahr, David? Also ihr könnt ruhig auch mal Danke sagen. Der arme Typ, der macht's hier und macht hier. Ja. Tyler, soll er mal Danke sagen oder nicht? Nö. Es ist das Wahrscheinlichkeitsverursacher. Ich hab heute schon 8-mal Danke gesagt. Nicht, dass David überheblich wird, wenn ich das so oft sage. Ja, hast du auch recht. Hast du auch recht. Könnte das schnell passieren bei seinem Charakter, ja. Das hast du gesagt. David, das war Jusen. Ich hab's nicht gesagt. Ja, er ist halt perfekt, aber wenn er zu viel hochkriegt, kriegt er Götterkomplex. Wenn er zu viel hochkriegt? Nee, wenn er zu viel Lob kriegt. Achso, Lob. Ich hab hoch verstanden. Zu viel. Ja, es ist ein Wort, was ihr nicht kennt, aber Lob. Wenn du zu viel hochkriegst. Gut, ich hab für nächstes Mal schon mal ein paar Sachen dabei. Und Rüstung packe ich mal schon mal nach oben. Okay, da war David wohl schneller. Wo ich meinen Revolver eigentlich? Oh, ich habe ja keinen Revolver mehr, sehe ich gerade. Der komische. Danke, David. Normale Schrotflintenmunition haben wir ja nicht mehr, oder? Oder ist das hier die Munition für Schrotflintenturm? Nee. Okay. Wieso gar nicht, wie ich das hier alles unterkriegen soll? Ich brauche schon wieder einen neuen Munitionsschrank, wenn wir den daneben. Dann machen wir da die Waffen drin und in den anderen die Muni. Also, hier kommen Waffen rein. Wo sind Waffen? Jetzt wirken so. Hier, Waffen. Okay. Und hier kommt die Munition rein. Ah, scheiße, ich hatte ein Bett und alles mit dir gecraftet. Ja, das ist auch gut. Okay.
versteht uns hier schon nicht. Nee, Shotgun-Muni haben wir keine mehr, Lars, wie es aussieht. Okay, 16 habe ich noch, muss ich mir nächstes Mal dann neu bauen. Kein Problem. So. Jetzt habe ich noch diese Module dabei. Was hast du gesagt? David hat uns neue Pilzstunden gebaut? Was für welche? Na, alle eigentlich. So ein Gewehr? So ein Marschall? Du hast hier Kniftenrüstung und Muni. Und hier ganz links sind auch nochmal Picke und eine Rohrzange drin, Kinder. Oh, ich hab keine Rohrzange. Das ist meine. Die Marshall ist dann die Spitzmunition, ja? Okay, cool. Genau. Ich hab mich schon mal präpariert für das nächste Mal. Nice. Nochmal alles nachladen. So. Mal dicke Gewehr auspacken. Nachladen. Schön. Nachladen auf der Taste R oder was ja. Für eine Taste ist? Ja. Geil. Das Gewehr hätte ich mal vorher gebraucht. Da hätten wir sie alle von hinten ausschalten können. Aber da hat man noch nicht das Material für. Da darf ich von weit mitschießen, ja? Ja, da müsstest du auch aus 50, 60 Meter mit treffen oder auch vielleicht weiter. Müssen wir ausprobieren. Auch extra die Erlaubnis. Süß. Naja, nicht, dass er denkt, das ist. Nicht rot. Von 20. Naja, oder er denkt, es sieht halt aus wie ein Gewehr, aber es ist eigentlich eine Schrotflinte. Ja. So, Abispace sind die Waffen hier zwar nicht, aber bei manchen Spielen könnte man. Linke oder rechte Kniescheibe? Dazwischen. Meinst du, ich schaffe es zwischen den Beinen durchzuschießen? Grüß dich nicht. Ich vertraue dir, Lars. Ich bin krieg wieder Ärger. Aber nimm die Schrotflinte, ne? Aber ich glaub, das war meine ganze Rüstung. Du hast gerade meine ganze Rüstung zerstört. Aber Alter, ich hab dir doch hinaus zwischen den Beinen durchgeschossen. Nee, wohl nicht. Das Spiel sieht das anders. Schön, zieh mir eine neue Rüstung an. Aber das Ding macht richtig Ballett, also ja. Ist nicht schlecht. Was? Unser Drillschiff wird beschädigt? Ja, nicht mehr. Alle Gegner sind weg. Okay, schade. Ich wollte jetzt gerade mal. Oh, das Ding ist aber echt geil. Aber ich wollte ja Pfeiler nicht gleich. Ich wollte eigentlich nur zwischen den Füßen durch. Da kommen Gegner. Oh, ich hab nicht getroffen. Wieder nicht getroffen. Wieder nicht getroffen! Ja, okay. Kannst du vergessen. Das Ding ist so. Alter, Arsch. Ist das Ding geil. Wieso nicht so cool. Ey, guck mal, Lars, komm mal her. Ne? Ja? Hier waren die Gegner, ne? Hier waren die Gegner. Ja. Ich stand hier vorne an der Spitze hier. Ja, ich stand hier um die Ecke, ja. Ja, ich hab keinen getroffen. Drei Schuss, vier Schuss verschossen. Ich hab keinen getroffen. Echt? Assoziierst du um. Ja, ich geh in den Zielmodus. Okay. Aber ich habe keinen getroffen. Ich glaube, manchmal liegt es nicht an den Waffen. Das ist vom Spiel her, dass man manchmal nicht trifft. Deine Streuung. Muss mal gucken, wie groß die Streuung ist. Digga, aber es ist ein Gewehr. Und 30 Meter mit einem Gewehr. Da müsste doch jeder Schuss sitzen, wenn ich auf den Kopf bin. Das Ding schon ganz schön geil. Da kommen die nächsten. Oder ich schieße mir auf den Tor, sondern nicht auf den Kopf. Daneben. Neben, obwohl ich voll die Schulter getroffen habe. Und im A. Ja, David, ich glaube, Jusen hat recht. Man muss wirklich mittig auf den Körper zielen, damit man wirklich trifft. Wenn du versuchst, wirklich einen Körperteil zu treffen, egal mit welcher Waffe, dann schießt du daneben. Ich hatte es ja auch vorhin schon mit der Schrotflinte. Der Gegner stand 2 Meter vor mir. Ich laufe seitlich, bleib kurz stehen, um ihn anzutappen. Daneben geschossen. Er bleibt genau vor mir stehen. Ich schieße nochmal daneben geschossen. Das ist halt. Aber bei einem Scharfschützengewehr oder Revolver ist das wiederum was anderes. Da kannst du ruhig auf Körperteile und Kopf zielen, sag ich mal. Naja, aber mit dem Revolver geht's auch nicht usen. Revolver hatte ich schon zum Teil Situation 10 Meter der Gegner von mir weg. Und ich habe alle 6 Schuss hintereinander schön sauber und bin stehen geblieben, durchgefeuert und habe nicht einmal getroffen. Hat er sich denn bewegt? Na, minimal. Sie kommen mit einem kleinen Mini-Panzer. Nee, dann lass abhauen.
Ihr habt ja nicht mehr viel Zeit, oder? Doch ja, 4 Minuten. Ja. Ich gehe rein. Alle im Schiff. Ich bin drin. Ich bin auf dem Weg. Scheiße, will ich hänge, noch mal sterben? Ich komme. Nein, ich komme. Ich bin gleich da. Ich sehe euch. Ich sehe euch. Komm, Lars. Hier, Eingang. Hier. Ja. Ich gebe dir Rücken. Ich weiß. Sprinte. Sonst darf ich nicht zu dir kommen. So, und rein. Ich bin drin. Und hü. Du weißt doch, ich muss mit abmachen. Tür zu und hü. Ich kann nicht drücken. Hä? Warum nicht? Jetzt. Doch, jetzt. Alter, da kommt hinten der Panzer gerade angerollt. Aber David, du hast doch gerade deine Rüstung jetzt angezogen. Musst du mal entspannt bleiben. Nee, wenn du eine Rüstung in der Hand hast, kannst du die Dinger nicht bedingsten. Du weißt doch, Lars, ich bin immer bloß kurz sauer auf dich. Dafür halte ich dich viel zu doll lieb. Ja, alles gut. So, Jungs, 22.17 Uhr. Ich muss noch was anderes machen. Ja. Dann machen wir Feierabend für heute, würde ich sagen. Dann speichert der David gleich nochmal. Und dann gucken wir mal, wie chaotisch die nächste Runde wird. Rumballere. Und Betten gibt's jetzt auch, oder? Ja, was? Ja, David hier hinten hingebaut. Wie kann man da noch das Spiel verlassen? Nice. Ein Bett. Ja, cool. Ah, cool. Denn sag mal danke an euch zwei. War sehr lustig und sehr aufreibend. Ja, mit viel Schimpfen. Na, wenn es bei euch schon Schimpfen ist, okay, dann tut's mir leid, aber. Dein Inventar. Aber Lars, das war doch nur deine Inkompetenz, ganz ehrlich. Ja, stimmt, kannst du schon mal zugeben. Alt gut. So, ich hab das Spiel. Cool. Ah, ich liege und schlafe. Jetzt schon. Das ging ja schnell. Ja, Lars ist immer der Erste. Ja, nee, ich hab gelesen. Okay, gut zu wissen. Ja. Der Muschi-Doktor. Oh, hallo. Ich hab's schon gesucht. Cool. So, du musst deine Abmoderation machen. Ah, ja, ich mache jetzt meine Abmod. Sag mal, ciao, meine Lieben. Danke für Zuschauen. Danke für dabei sein, auch wenn der Rechner zweimal abgeschmiert ist. Gute Nacht, Dustin, auch dir. Ja, wenn irgendwas ist, auf jeden Fall lasst gerne Feedback da oder schreibt mir eine Mail oder guckt gerne bei Facebook, Instagram oder YouTube vorbei. Auf jeden Fall wird es am Donnerstag die erste Folge von Vulcanoids auf YouTube geben, die es nicht im Stream gab, wo wir erstmal überhaupt Heilung hatten. Auch sehr, sehr lustig, habe ich mich mit Lars auch schon ordentlich gefetzt, in Anführungszeichen. Ich musste aber heute beim Schneiden sehr herzlich drüber lachen. Und denn gehabt euch wohl, bleibt gesund und munter, meine Lieben. Am Donnerstag wird es hier weitergehen. Und am Donnerstag wird auch eine Folge auf YouTube rauskommen. Ja, dann sagen wir ciao oder was, Leute. Ja, tinky winky. Ciao. Hau da rein.